Jetzt sprechen wir mal über Jämmer in der Praxis und ich habe mir dazu den Fabian Moritz geholt, beziehungsweise ich bin zu euch gekommen. Hallo Fabian. Hallo Michael. Fabian, erklär doch mal ganz kurz iTax. Kannst du mal in 3-4 Sätzen sagen, was ihr macht, was ihr seid? Ja, also wir sind ein Consulting- und Projektmanagement-Unternehmen, was sich fokussiert auf Microsoft-Technologien und angrenzende Technologien. Wir haben bei uns 3 Bereiche. Das ist einmal Consulting. Also Consulting bedient klassisches Consulting im Infrastrukturbereich. Wir haben den Bereich Services. Services adressiert die Themen IT-Service-Management und Projektmanagement. Und wir haben den dritten Bereich Solutions, den ich quasi vertrete. Wir machen Portale. Also wir machen SharePoint annähernd zu 100% und ganz klassische SharePoint-Projekte in unterschiedlichen Bereichen und Gebieten. Euch gibt es schon ein bisschen länger, ein paar Jahre? Das sind insgesamt wie viele Jahre jetzt? Ich muss mal rechnen, mittlerweile sind wir bei 12 Jahren, also bei fast 12,5 Jahren. Genau, und ihr seid rund 30 Personen, ne? Wir sind knapp 30, also wir liegen noch drunter, aber wir geben uns Mühe, dass wir bald die 30er-Marke knacken. So, nun habe ich mich aus euch herausgenommen als Beispiel für Jämmer, wobei man jetzt natürlich wieder sagen kann, IT-Firma macht sowieso SharePoint, Microsoft-Umfeld, ihr seid eh gezwungen, Jämmer zu machen, aber bei euch ist es ein bisschen anders, oder? Ja, ich glaube, wie seid ihr zu Jämmer gekommen? Uns geht so wie vielen in unserer Größe, dass man, oder wie man so sagt, irgendwie eat your own dog food, dass es schwierig ist, vielleicht aus seiner Praxis heraus, aus den Projekten heraus, mit den eigenen Technologien auch zu arbeiten. Das haben wir auch mit SharePoint gesehen. Mittlerweile arbeiten wir zu 100% mit SharePoint in unseren Projektabläufen. Und ein Thema ist auch die Kommunikation. Also da kommen wir aus dem Klassischen eigentlich, so mit Verteilergruppen über Exchange, worüber kommuniziert wird. Und einige bei uns, die haben das genutzt, einige aber auch nicht. Und das ist halt so dieser alte Charakter. Und aus diesem Grund sind wir zu Jämmer gekommen, um einfach mal zu schauen, was kann denn die Technologie liefern oder die Idee Jämmer liefern für uns? Was kann das verbessern? Wo können wir es einsetzen? Und das war so der Grund, weshalb wir versucht haben, erstmal evaluiert haben, Jämmer einzusetzen für unsere Kommunikation. Was waren denn die Erwartungen von dir und deinen Mitarbeitern? Was erwartet ihr denn von Jämmer? Man macht ja jetzt nicht irgendwas ein, nur weil man sagt, oh, jetzt müssen wir Jämmer testen. Ehrlich gesagt haben wir kaum Erwartungen gehabt, das wäre mal so ein Versuchsballon. Also wir machen das häufiger so, dass wir einfach Dinge mal ausprobieren, aber auch an irgendeiner Stelle sagen, das passt für uns nicht. Das hätte bei Jämmer auch so sein können. Und die Erwartungen waren einfach nur mal was zu evaluieren und irgendwas anders zu machen in der Kommunikation. Typischerweise läuft die Kommunikation bei uns so ganz klassisch zwischen Tür und Angel oder man trifft sich in der Kaffeeküche oder beim Freitagsfrühstück. Wir treffen uns jeden Freitag zum Frühstück und dann spricht man über Sachen. Für Mitarbeiter, die allerdings an diesen Tagen nicht da sind oder beim Kunden sind, ist es schwierig, mal so reinzuhorchen. Und das war so meine leise Hoffnung vielleicht auch, also das hatte ich nicht als Erwartung, sondern vielleicht als Hoffnung, dass sich die Kommunikation verändert. Ob es verbessert oder verschlechtert, sondern dass wir einfach mal was ausprobieren. Das war eine Ebene. Die zweite Ebene ist natürlich, dass wir halt die Technologie kennenlernen. Mhm. Dass wir gegebenenfalls unsere Kunden beraten können, passend beraten können. Wenn wir es selber nutzen, dann ist es die beste Voraussetzung dafür. Du hast ja neulich mal gesagt, diesen schönen Satz, das ist so die verlängerte Raucherpause. Ich hatte schon fast gesagt, das ist ja fast, Jammer ist ja fast eine Art Nikotinpflaster, weil es so die Raucherpause ersetzt. Oder sie künstlich, oder nicht künstlich, sondern einfach über den ganzen Tag erweitert. Ja, ja, das nimmt so die Zwänge. Also ja. Mit dem Kommunikationsmedium E-Mail, was ja noch so das häufig genutzte Kommunikationsmedium ist, war Peer-to-Peer, ist es halt so, dass man halt man braucht einen Einstieg und einen Ausstieg, zumindest im deutschsprachigen Raum, dass halt die E-Mail-Kommunikation anders aussieht als in den USA. Ist es anders, da ist es kürzer, da ist es weniger geschmückt oder verpackt. Und in der Raucherpause ist es ähnlich, oder nicht ähnlich, sondern in der Raucherpause ist es halt so, man trifft sich auf der Treppe oder in der Raucherpause und bespricht einfach Themen, die einem auf dem Herzen liegen, was man gerade gelesen hat, was man gerade so für Sorgen hat in Kundenprojekten oder was man für Ideen hat, was Neues einzuführen. Und Jämmer hat uns so ein bisschen auch diese Zwänge genommen. Weil bei diesen E-Mail-Verteilern ist halt immer so, gebe ich diese Informationen jetzt weiter? Und Jämmer nimmt so ein bisschen die Hürde. Und das ist so das, was wir gelernt haben oder was wir so beobachtet haben. Mitarbeiter, die vielleicht auch so ein bisschen stiller sind, ein bisschen ruhiger sind, die nutzen dieses Kommunikationsmedium, um halt Sachen kundzugeben. Und ich kann dieses Kommunikationsmedium nutzen oder diese Technologie, um halt einfach ein bisschen Einblick zu bekommen. Einblick in Themen, die ich vielleicht nicht im Business habe oder im Alltag habe, wo ich halt konkret in einem Projekt involviert bin oder konkret in eine Technologie involviert bin. Ich kann zum Beispiel über Jämmer schauen, was machen meine Kollegen aus dem Projektmanagement, was bedienen die gerade an Themen, worüber sprechen die, ohne dass ich quasi an den Raucherpausen beteiligt bin oder ohne dass ich vielleicht beim Freitagsfrühstück die Kollegen darauf anspreche. Das ist so, das hat bei uns einiges verbessert oder zumindest ein bisschen was verändert in den letzten Monaten. Wie lange habt ihr das jetzt im Einsatz?
Wir haben das jetzt knapp 4 Monate im Einsatz. Also wir haben wirklich gesagt, wir evaluieren das mal und das war eigentlich nur eine kleine Gruppe und das hat sich von ganz automatisch generiert. Mittlerweile ist fast das gesamte Unternehmen da drauf, aus allen Bereichen. Und wer Lust hat, kann daran teilhaben, wer nicht, nicht. Also es ist kein Zwang. Das heißt, es ersetzt auch nicht Projektmanagementprozesse oder Unternehmensprozesse, die wir haben. Das soll es nicht ersetzen, sondern es soll einfach eine Ergänzung sein. Es soll auch kein Entweder-Oder sein, sondern ein Sowohl-als-auch, so als Idee. Worüber wird da in Yammer gesprochen? Worüber wird nicht gesprochen? Habt ihr da bestimmte Regeln aufgestellt? Oder? Also Regeln haben wir nicht aufgestellt, einfach weil wir der Meinung sind, dieser Top-Down-Ansatz, der würde hier an dieser Stelle nichts bringen, wo man irgendwelche Regeln aufbaut, wie wer der Gruppenmoderator sein kann oder welche Themen hier eingestellt werden, welche nicht. Es gibt ganz klar, es gibt gewisse Datenschutzbestimmungen bei uns, die werden wir einhalten. Das heißt, was darüber jetzt nicht kommuniziert wird, sind wie zum Beispiel vertragliche Themen oder sowas, das wird halt in anderen Kreisen kommuniziert. Was wir sehr viel machen, ist so über interne Prozesse sprechen. Also ich gebe mal das Beispiel Projektmanagement, die tauschen dort Ideen einfach aus, was sie neu einführen können, was es gibt so am Markt, was es an Technologien gibt, was es an Themen gibt. Auch bei uns im Solution-Bereich, da gibt es halt unterschiedliche Gruppen wie die SharePoint-Champs, die alle möglichen SharePoint-Themen austauschen, wo man was gelesen hat, wo man was einbringen möchte. Unser Developer-Team, das hat eine eigene Gruppe, oder wir haben die Design-Champs als eigene Gruppe, dann haben wir Events, also alles Mögliche. Alles, was man so zwischen Tür und Angel normalerweise austauscht, kriegt da letztendlich einen anderen Raum, den wir da mehr oder weniger auch nachhaltig und verfolgbar gestalten. Das ist so das Spannende dabei. Hast du diese Räume installiert und gesagt, mach mal, oder ist das sozusagen aus dem Prozess heraus gekommen? Das ist von ganz alleine gekommen. Ja. Also ein Mitarbeiter bei uns, der Daniel Lindemann, der hatte so die Idee, machen wir mal einen Jammer-Raum. Und das lag dann eine Weile rum, bis sich das irgendjemand mal genommen hat und das Ganze erweitert hat, neue Leute, neue Kollegen eingeladen hat. Und dann hat sich das irgendwann wie so ein Schneeball sozusagen von ganz alleine entwickelt. Ich war ja vor 2 Wochen war ich im Urlaub für 3 Wochen und bin dann zurückgekommen und habe gesehen, oh, da sind jede Menge Themen, die so aufgekommen sind. Und man kann sich da so, wie es einen gerade passt, auch durchlesen. Und das ist so wie so ein Graswurzel im Prinzip hat sich das so entwickelt. Und ich finde das sehr spannend, halt auch zu sehen, was passiert in anderen Bereichen und auch diesen Zwang halt nicht zu haben. Das ist für mich sehr, sehr interessant zu beobachten. Also wenn ich das so richtig einschätze, ist das bei euch Ideenaustausch, Ideenfindung, Informationen mit anderen teilen, alles auf einem sehr informellen, sehr flexiblen Weg. Ja, so würde ich auch sagen. So sehr flexibel. Wer mitmachen möchte, macht mit. Wer nicht mitmachen möchte, macht nicht mit. Dadurch verpasst man auch nichts im Projekt oder so. Das gehört auch alles dazu. Was ich persönlich dadurch habe, ich habe halt Mitarbeiter, die normalerweise diese Medien nicht nutzen, die nutzen das halt, um halt Informationen mitzugeben oder daran teilzunehmen. Vielleicht wirklich der ruhige Mitarbeiter. Und ich kriege dadurch einfach mehr mit. Und das ist das Schöne dabei. Mhm. Ihr habt ja auch so ein paar alte Hasen dabei. Haben sich denn, weil du gesagt hast, das hat manchmal jeder so ganz beliebig. Ja, gab es denn auch Widerstände? Ich meine, das kann ja, oder sagen wir mal, Widerstände oder Mitarbeiter, die gesagt haben, komm, lass mich bei meinem alten E-Mail-Verteiler. Ja, gibt's. Ja? Also das ist so wie so ein kleiner Glaubenskrieg. Und ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen dran arbeiten, bis wir quasi alle auf Jammer bekommen, mehr oder weniger. Und diese E-Mail-Verteiler werden da von dem einen oder anderen genutzt. Aber ich denke, das wird irgendwann aussterben. Und wir werden uns alle diesen beugen müssen, dass es halt andere Art der Kommunikation gibt, modernere Arten. Und das entlastet uns auch. Das heißt, ich habe halt nicht eine volle Inbox mit 100 Sachen, die ich gerade quasi strukturieren muss in meinem Projektablauf vielleicht oder meiner anderen Kommunikation, sondern das liegt einfach auf einer anderen Ebene und entlastet dadurch auch meine Inbox an dieser Stelle. Nun ist ja Yammer ein kompletter Cloud-Dienst. Habt ihr euch da vorher Gedanken drüber gemacht hinsichtlich Sicherheit, Governance, Backup, alles das, was man sich normalerweise bei irgendeiner IT-Lösung ja so im Hinterkopf durch den Kopf gehen lässt? Ehrlich gesagt, nein, weil das ist einfach das Vertrauen, was ich da reinbringen muss, weil ich bin in dieser Rolle wirklich ein Nutzer. Und wenn ich jetzt SharePoint zum Beispiel nutze, ich nutze SharePoint ich nutze mein Intranet, dann habe ich auch das Vertrauen an die IT, dass die sich darum kümmern, dass die sich um Backup kümmern, dass die sich um Sicherheitsmechanismen kümmern, dass die sich darum kümmern, dass meine Daten vertraulich behandelt werden. Und dieses Vertrauen habe ich letztendlich auch in die Technologie. Das habe ich auch mit Office 365. Das nutzen wir zum Beispiel für unsere Projektabläufe. Und ohne das, keine Ahnung, müsste ich anfangen, einen Brief zu schreiben, den zu versiegeln und an einen Kollegen zu geben. Weil selbst das E-Mail-Medium ist in diesem Sinne nicht sicher. Und da habe ich schlichtweg Vertrauen in die Technologie. Nutzt ihr denn für intern auch noch zusätzlich, sagen wir mal, den SharePoint 2013 Newsfeed oder von Office 30 den Newsfeed, Office 365 den Newsfeed? Oder ist das, weil es geht ja dann im Moment zur Zeit alles noch parallel. Ja, also ich würde sagen kaum. Also den Newsfeed nutzen wir kaum. Also in einigen Projekträumen wird er halt genutzt.
Aber der ist von der Funktionsweise halt nicht so flexibel, wie, so, wie Jammer das anbietet. Also wirklich einfach Gruppen erzeugen, einfach vielleicht auch Anhänge hochladen. Da ist der Newsfeed so ein bisschen weniger gebrauchstauglich. Das ist, und das zweite Punkt ist, ich weiß gar nicht, ob es diesen Newsfeed noch mal also in 2 Jahren noch gibt vielleicht oder ob der weiterentwickelt wird, weil Microsoft ja eine Strategie hat, die da sagt, Social Collaboration, das ist Jammer in der Cloud. Und on-premise, nimm den Newsfeed, aber ich denke, dass die Produktgruppe gerade nicht an dem Newsfeed arbeitet, sondern eher an der Integration von Jammer. Habt ihr eigentlich bei der Einführung von Jammer vorher generell mal so über das Thema, wir müssen mehr in Richtung Social Business gehen, gesprochen? Oder habt ihr einfach gesagt, hey, hier ist ein tolles Tool, wir probieren das mal aus? Wir hatten schon, also aus der Richtung der Projektmanager und Consultants war das schon mal ein Wunsch, da ging es eher so um Projektkommunikation. Deswegen hatten wir auch mal mit Beezy gearbeitet, unter SharePoint 2010. Das hatten wir evaluiert und das hat uns da in diesem Kontext einfach nicht weitergebracht. Und dann haben wir auch gesagt, nein. Und bei Jammer war es wirklich so irgendwie, lass uns mal probieren. Weniger reden, sondern machen. Und da hat es funktioniert. Plant ihr denn in euer Jammer-Netzwerk so zukünftig auch eure Kunden, eure Partner mit einzubinden, um darüber auch die Kommunikation zu machen? Oder sagst du, das ist ganz intern und das andere machen wir über andere Wege? Ehrlich gesagt, so weit sind wir noch gar nicht. Ja. Also da sind wir noch zu früh, und um darüber nachzudenken. Also ich habe darüber noch nie nachgedacht, dann vielleicht auch was mit den Kunden zu machen. Ja. Weil ich bin auch mal ein Freund davon, von weniger geschriebenem Kommunikationsweg, sondern mehr mit dem Gesprochenen. Also oftmals ist es so, das gesprochene Wort, da kann man auch mal nachfragen, was der Kommunikationspartner wirklich damit meint. Und speziell so einer Kundenkommunikation bin ich eher ein Freund davon, wirklich den Kunden face-to-face mit dem Kunden zu sprechen oder einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, also ganz klassische Kommunikationswege zu wählen. Ja, noch eine Frage. Nutzen denn eure Kunden schon Jammer oder sind die noch auf einer ganz anderen Stufe oder kommt von da überhaupt schon eine Reaktion? Sie nutzen noch nicht Jammer, aber die Anforderungen kommen immer mehr und mehr. Die kommen gar nicht aus der Idee so dieses Kollaborat oder dieses Social Communication Charakters, sondern eher so aus dem Business Need. Wir haben einige Kunden, die haben sehr viel mit Dokumentenmanagement zu tun, da sind unterschiedliche Akteure daran beteiligt, quasi an Dokumenten zu arbeiten, also Stellungnahmen zu erarbeiten, Dokumente zu generieren, wo unterschiedliche Personen beteiligt sind. Und die brauchen halt in diesem Dokumentenmanagement-Prozess brauchen sie halt Feedback. Die brauchen einfach Feedback, Kommentare, und ganz klassischerweise läuft das über E-Mail. So ganz viele Dokumentenversionen, also wirklich das Dilemma, was man hat, wenn man wirklich keine Plattform einsetzt. Und da ist es so, dass wir Lösungen generieren, um das genau zu adressieren. Und für diese Kunden kann Jammer ein ganz interessanter Ansatz sein. Wo es allerdings gerade große Bedenken gibt, ist das Ganze über die Cloud zu steuern, weil da wirklich sehr, sehr vertrauliche Dokumente behandelt werden. Und unsere Kunden, die dann aus dem öffentlichen Sektor kommen, da denke ich, dass das mittelfristig nicht so sein wird, solange Jammer in der Cloud ist, dass sie da auf Jammer gehen. Einfach weil die Bedenken und die Ängste einfach zu groß sind. Aber von der Idee her, wenn man Jammer wirklich auch als Dienst nutzen kann, on-premise oder unternehmensintern, dass man die Daten selber noch unter Kontrolle hat, ist da durchaus Perspektive. Derzeit ist es so, dass wir Projekte daraus machen, um irgendwie Lösungen zu schaffen. Das, was Jammer auch adressiert. Und ich bin gespannt, in welche Richtung es geht, dass man Jammer vielleicht in Office integriert, in Office Web Applications oder vielleicht auch in CRM. Da gibt es durchaus Potenziale, wenn es darum geht, zu kommunizieren oder zu kommentieren oder miteinander einfach Informationen auszutauschen, an einem Objekt gekoppelt auch. Dann seid ihr ja auch viel unterwegs. Wie sieht es eigentlich mit der mobilen Kommunikation aus? Nutzt ihr Jammer auch auf Smartphones? Es gibt ja mittlerweile für fast jede Plattform irgendwie einen Client. Ja, also ich nutze das. Also ich nutze das hier auf meinem iPhone. Jammer habe ich den Client. Um einfach, wenn ich in der Bahn sitze, nochmal zu schauen, was passiert einfach, was wird so kommuniziert. Das nutze ich genauso wie Twitter, also als Informationskanal, einfach um mir ein paar Infos abzuholen, so wie ich es gerade brauche oder so wie ich es gerne hätte. Einige nutzen das von uns auf dem Desktop. Und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Lösungen. Also schon so, man ist ein bisschen eingeschränkt auf der mobilen Version. Microsoft oder Jammer sagt halt, wir haben für alle möglichen Geräte, aber ganz nett wäre es, wenn es mal ein bisschen konsolidiert wird und man eine gleiche User Experience hat. Die habe ich derzeit noch nicht. Aber ich denke, das wird kommen. Also auf dem Desktop ist es, glaube ich, auf Windows-Geräten ist es noch eher basiert. Ja. Denn auf Android gibt es, glaube ich, auch eine Lösung. Ja, Windows Phone, für alles. Und je nachdem, wer es möchte. Also ich nutze es und einige Kollegen von mir auch auf dem Desktop. So, da muss man noch eins hinzufügen. Ihr nutzt im Grunde genommen nur die Free-Version. Ne? Noch gar nicht mal das Enterprise-Modell, sondern einfach die Free-Version.
Also wir haben halt auch überlegt, irgendwie, es gibt so ein paar Sachen, die fehlen haben natürlich. Irgendwie, dass man das Gruppenlogo ändern kann, dass man dass man so ein bisschen administrativ darauf Einfluss nehmen kann. Aber für unsere derzeitige Anwendung braucht man schlichtweg nicht. Mhm. Und kann durchaus mal sein, dass wir vielleicht auch ein bisschen die Apps ausprobieren, das haben wir auch noch nicht gemacht. Aber derzeit sind wir da mit dem, was wir da haben, sehr zufrieden. So, aus deiner praktischen Erfahrung jetzt mit drei, vier Monaten Yammer im Unternehmen, was würdest du dem Unternehmen für einen Tipp geben, wenn er sagt, ich möchte jetzt anfangen, worauf sollte ich, sagen wir mal, als erstes achten? Worauf sollte ich als erstes achten? Ich sollte einfach den Anwendern erstmal zuhören, was so die Bedürfnisse sind. Das würde ich erstmal empfehlen, unabhängig der Technologie. Und dann einfach wirklich auch den Versuch wagen. Weil Microsoft hat vor kurzem eine Studie rausgegeben und diese Studie hat halt ergeben, dass der Wunsch einfach da ist in den Unternehmen. Einfach aufgrund, ich denke, des Generationswandels, der Wunsch nach sozialen Diensten, nach einer anderen Art der Kommunikation und einfach diese Chance wahrzunehmen als Unternehmen, egal in welcher Branche man ist, das einfach zu versuchen. Mhm. Ich denke, dieses Risiko ist überschaubar. Und bevor die Nutzer irgendwas anderes nutzen, um zu kommunizieren, worüber das Unternehmen vielleicht keine Kontrolle mehr hat, sollte man eher schauen, was kann ich anbieten als für meine Mitarbeiter, als Prozess, als Technologie, als Veränderungen in der Kommunikationskultur auch. In dem Sinne auch Veränderungen in der Unternehmenskultur. Mhm. Und ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema. Man muss es nicht überstürzen, man muss es vielleicht auch nicht übertreiben, aber man muss sich denen auf jeden Fall bewusst sein, dass das kommen wird. Also, und dass das ein großes Bedürfnis ist vieler Mitarbeiter und der neuen Generation, sagen wir es mal so. Okay, Fabian, war ein toller Einblick. Viel Erfolg mit eurem Yammer-Netzwerk und ich glaube, vielleicht machen wir mal im halben Jahr nochmal ein Update und gucken, wie sich dann weiter entwickelt. Okay, vielen Dank.